So, und nun kommt für Sie die Überraschung. Also, nun suchen wir aus Ihrem Volk keine Socken, nichts anderes. Suchen wir Kinder, weil wir haben das jetzt übernommen und jetzt suchen wir Erben. Bis um die 30 Jahre, ne? Am besten zwischen 25 und 30. Mindestens 100% Intelligenzquotient. Also es kann auch ein normaler Arbeiter sein, der alles versteht. Ne? Gerne mit irgendwelchen Abschlüssen, aber die akademischen, die wird sowieso nur geschenkt gegeben haben, weil sie ja auch Ostblock. Also gerne etwas Höheres, aber nachweislich, dass sie es auch können und dass sie nicht zu den Socken gehören. So, und das suchen wir vom Volk, also aus ihren Reihen suchen wir diese Kinder. Und wir suchen zu jedes Fürstenhaus, also für jedes Schloss oder für jede Burg, also für jedes einzelne Ding, für jeden einzelnen Regierungsbezirk, sag ich mal, weil es waren ja doch einzelne Fürsten, sag ich mal so, werden wir uns immer fünf Familien suchen. Also fünf Ehepaare mit Kindern oder ohne Kinder, aber jedenfalls Verheiratete. Also insgesamt 10, ne? Ja. Also 5 Frauen und 5 Männer. Genau. Die natürlich selbstverständlich je nach der Glaubensrichtung hören, die dann entweder, was weiß ich, ne? Also bei uns wären sie beispielsweise Polen und so, denn Prinzessin und Prinz. Ja. Und sonst wären sie, ich weiß es nicht. So. Und ist es eine andere Glaubensrichtung? Wird dem Namen Mecklenburg-Jakob-Lau auch die Bezeichnung des Adels da angesetzt oder so, oder des Territoriums, wie die da früher hießen? Genau. Mhm. Damit sie sich auch voll damit identifizieren können. Entschuldigung, ja, wir sind leider immer betäubt. Ja. Habe ich ja schon mal gesagt, möchte ich mal entschuldigen. Weil das ist ganz wichtig, dass sie sich mit ihrem Glauben und allem identifizieren können. Mit den gleichen Sachen, ne? Weil die Kinder sind aus ihrem Volk. Sie kommen aus dem Volk. Wir adoptieren sie und dann sind sie Adel oder gehören zum Herrscherhaus. Von Mecklenburg, Jakob Lau und dann kommt eben das dazu bei ihnen. So. Sie haben selbstverständlich einen anderen Glauben. Das ist uns egal. Wir sind moderner Adel. Genau. Wir wollen damit extra ein Zeichen setzen in der Welt. Wir wollen zeigen, dass es sowas gibt. Dass man Kinder adoptieren kann, die ganz anders sind, die noch nicht mal die Sprache der Eltern verstehen, die noch nicht mal den Glauben der Eltern haben. Und trotzdem sind es unsere Kinder. Und trotzdem werden wir uns um diese Menschen kümmern, diese jungen Menschen, werden sie wie unsere Kinder behandeln. Und gleichzeitig sind sie die Herrscher des Landes Mecklenburg, Jakob, Lau und dann eben das dahinter. Und selbstverständlich brauchen sich da nicht Prinzen nennen, sondern eben das, wie es bei ihnen ist, wie es da das Herrscherhaus immer hatte, was man ausgerottet hat. Selbstverständlich, ne, Martin? Selbstverständlich können sie ihren Namen behalten. Ne? Ihren Vornamen und setzen das andere bloß an vom Herrscherhaus. Nichts anderes. Und natürlich unser dazwischen. Damit man weiß, wovon sie kommt. Also eben, was weiß ich, was es da für Namen gibt. Und dann, meinetwegen Ahmed. Ahmed von Mecklenburg, Jakob Lau und dann kommt ihr. Ne? Weil, dass sie immer wissen, sie haben Eltern ein Zuhause. So, ja, das möchte ich nochmal sagen. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Dass diese Kinder natürlich aus den Heimen sind. Also Mann und Frau, die wir adoptieren, sind natürlich Heimkinder, die keinerlei Verwandtschaft haben. Weil sonst haben wir das Gleiche wie modernen Kapitalismus, dann tauchen, wenn welche reich sind, immer welche auf, die sie beerben wollen. Ja. Deshalb nehmen wir nur sowas. Und das sind sie. Das sind sie. Wie sie glauben, was sie denken, was sie machen. Also diese Kinder sind aus dem Volk. Und werden dann adoptiert und leben dann in den Schlössern. So, und wenn sie das nicht mögen, in dem Schloss zu wohnen, dann ist das eben bloß ihr Herrscherhaus und das Symbol. Dann kriegen sie eben ein Haus daneben. Das soll auch nicht das Problem sein. Genau. Aber es wäre schön, wenn sich diese Kinder finden würden und melden würden,
wenn das Volk das herauskriegt in dem Land, beispielsweise Rumänien oder Jugoslawien oder Georgien oder Tschetschenien, dass man genau rauskriegt, dass das keine Socken sind. Ja. Dass das wirklich Heimkinder sind, dass sie wirklich einen vernünftigen, ehrlichen Charakter haben und zu uns passen und dass sie bereit sind, in dieser Region zu bleiben und fürs Volk etwas zu tun. Natürlich werden wir uns um diese Kinder extra bemühen und auch um diese, die Kinder der Kinder, die natürlich unsere Enkel sind, werden sie natürlich auch extra ausgebildet. Sei es von der Weltuniversität, sei es auch, wenn sie Enkel studieren wollen an einer modernen Universität in der Welt. Das dann sollen natürlich diese Eltern entscheiden. Ist es ein anderer Glauben, was weiß ich, Islam oder so oder irgendwas. Ich kenne mich da absolut nicht aus. Ich müsste da jetzt warten und würde mich nur lächerlich machen. Möchte mich entschuldigen, dass ich mich da nicht auskenne im Glauben. Tut mir leid, weil ich bin da Wissenschaftler und ich habe davon keinerlei Ahnung. Möchte mich entschuldigen, aber selbstverständlich natürlich auch in Ihrem Glauben, dass Sie sonst auch Ihre Schulen besuchen. Wenn die Weltuniversität nichts ist, was wir drin. Also, Sie sollen wirklich alles weitermachen. Wir wollen Sie da nicht beeinflussen. Sie sollen genauso leben, wie Sie leben, weil Sie sollen zu Ihnen gehören, Sie sollen Sie verstehen und das natürlich nachher alles entwickeln. Mit unserer Hilfe. So, und diese Kinder kriegen erstmal kein Vermögen von uns. Ihr Vermögen ist im Prinzip das Land, die Burg und der Schloss und alles andere, was Sie da kriegen. Das wird mit der Zeit immer teurer werden, weil immer, das ist ja eine Immobilie und das wird immer teurer. Und das ist dann nachher ihrs. So, bis es soweit ist, bis der Kommunismus vertrieben ist und bis wir das alles bei Ihnen ein bisschen entwickelt haben, gehört das erstmal alles dem Volk. Ja? Selbstverständlich sind die Besitzer. Und sie können dann natürlich alles nutzen. Weil genauso legen wir es fest, genauso wird es gemacht. Und da müssen wir sehen, wie sich unsere Kinder entwickeln, wie sich das machen. Und man braucht da eben keine Angst haben, wenn man so schön gutmütig ist wie wir. Das ist dann herrlich. Dann wird das richtig laufen. Und mit den Aufgaben, die der Mensch kriegt, mit denen entwickelt er sich auch und reift damit. Und wir passen auf und wir sind ja auch die Eltern, man kann uns alles fragen. Natürlich müssen wir das erstmal übersetzen, wir werden uns nicht verstehen. Aber Sie haben ja auch Dolmetscher und Sie suchen diese Kinder und das sind Ihre Kinder. Also das möchte ich nochmal unterbrechen.